Willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe wieder ein bisschen gespielt, ein bisschen was gesammelt und wie ihr sehen könnt, vor mir habe ich auch ein bisschen die Base erweitert, um einen Teil, den es eigentlich nicht bräuchte. Ich habe einfach nur Spaß am Bauen und am Sammeln, deswegen habe ich einfach mal ein bisschen weiter gebaut. Habe sozusagen eine kleine Dockingstation für unser... Achso, das ist das Wasserding. Für unseren Zyklop gebaut, das heißt die Behemoth, habe ich die jetzt genannt. Und es ist was passiert, kurz nach der Aufnahme sogar, beim letzten Mal, da habe ich angefangen, mal die Behemoth halt von den Farben her so ein bisschen rumzuspielen, habe das so ein bisschen lila gefärbt und da ist was passiert. Ich habe mir die von draußen angeguckt und bin dann hinten zum Antrieb gegangen und dachte, oh, warum kommt hier Luft entgegen, aber es war was anderes, das seht ihr jetzt einmal. Ja, what the fuck war das? Also, irgendwie eine Sache mit dem Alien? Also, scheint eine telepathische Sache zu sein mit dem Alien. Mir ist einfach nur das Herz in die Hose gerutscht, als ich das gesehen hatte. Aber es kam nichts sonst mehr. Also, das war wirklich das Einzige. Aber, ja, wie gesagt, ich lasse die Aufnahme dabei laufen. Das kann ich übrigens auch liegen lassen, wurde mir jetzt reingeschrieben. Die Wasserflaschen oder so spare ich mir anscheinend auch ein bisschen Energie. Anscheinend sind immer 2 Slots für Salz und 2 Slots für Wasser, wenn ich es richtig verstanden habe. Sehr interessant. Ja, aber sie fragte uns jetzt, what are you? Also sie kennt unsere Spezies definitiv nicht. Aber das scheint eine Alienform zu sein, intelligente Alienform. Sie kann zumindest jetzt mit uns reden. Ich denke mal, das ist eine dieser Aliens, die diese... Versteigerungsplattformen und so weiter erstellt haben. Vielleicht treffen wir diese Person ja auch nochmal. Das fände ich ja persönlich sehr interessant. Also sie scheint ja auch zu leben. Wir sind ja beim letzten Mal in dieser Versteigerungsplattform an so einer Konsole gewesen und ich meine, wir hatten irgendwas gelesen von dass ein Signal ausgegeben wurde oder sowas. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, was es genau war. Aber daran musste ich direkt denken, dass die sozusagen ein Signal rausgesendet haben und die können jetzt mit uns so telepathisch kommunizieren oder so. Zumindest ist das jetzt meine Behauptung erstmal oder meine Theorie dahinter. Ich habe auch noch ein bisschen mehr gebaut als nur das hier. Da gehen wir gleich mal hin. Ich habe noch einen kleinen Außenposten gebaut. Da hinten seht ihr einen Eden-Clipper, habe ich den mal genannt. Das ist direkt bei den Halleluja-Bergen, oben aber auf der Klippe drauf, also sozusagen zum Grünbiom. Na, das gucken wir uns ja zusammen alles an, die Halleluja-Berge, die habe ich übrigens auch umbenannt. Ich bin da mal ganz kurz hingegangen, habe die Dinger mal eben kurz umbenannt. Ich habe dem hier auch eben eine 600 Meter Tiefe hinzugefügt, das habe ich nämlich hier auch schon. Das ist nur 575, aber so ungefähr die gleiche Höhe wie hier, das wollte ich halt wissen. Aber ich habe da mir jetzt nicht irgendwie Sachen angeguckt, also keine Sorge, ich nehme euch nichts vorweg. Und habe jetzt eine kleine Base gebaut, das ist wirklich nicht so groß wie das Ding jetzt hier. Das soll wirklich nur das Nötigste haben, Scannerraum. Soll halt vor allem Energiezellen, Ladestationen haben und ja, ne, ich habe auch ein kleines Bett hingesetzt oder sowas und so ein Mini-Lager, aber das hat jetzt nicht so lange gedauert, habe da einfach nur ein kleines Ding mal hingesetzt mit dem Bioreaktor und so weiter. Jetzt haben wir noch ein Kommunikationsding bekommen, noch einen Anruf. Ich frage mich jetzt, ob das die Alien-Tante ist, wir gucken mal rein. All the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular and she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben Aufzeichnungen.
Der Code ist 2679. Das ist der Kapitänscode jetzt, oder wie? Das heißt, ich gehe nochmal aufs Schiff, kann den Code eingeben und dann komme ich da jetzt rein. So, ich wollte eigentlich was anderes machen. Mache ich wahrscheinlich auch. Dann machen wir das vielleicht nächste Folge. 2679. Obwohl, wir müssen eh in die Richtung. Vielleicht lohnt es sich ja trotzdem mal vorbeizuschauen. Vielleicht gehe ich dann da nochmal rein. Interessant. Okay. Hier, das ist auch der Moment. Tag 83 und Tag 108 haben wir jetzt. Also seht ihr mal, das war sozusagen hier haben wir aufgehört, glaube ich, Tag 82 oder so. Tag 83 war dann ein Tag danach. Und mittlerweile habe ich dann halt ja Base gebaut und so weiter. Viele Sachen gefarmt. Musste ich. Ja, was heißt musste ich, ne? Habe ich gemacht aus Eigeninteresse. Jetzt bin ich gerade überlegen, muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ich sollte mich voll pressen und dann können wir, glaube ich, los. Und zwar will ich jetzt mal mit dem Zyklopen auch fahren. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht gemacht. Also bis auf das, was wir beim letzten Mal gefahren sind. Also bis auf dahin. Ich habe das, wir hatten ja hier geparkt, ich bin hier rüber gefahren. Das habe ich gemacht. Aber ich bin jetzt heiß drauf, damit rumzudüsen. Ich habe, ich weiß gar nicht, haben wir das beim letzten Mal noch gemacht? Den Krebs eingeladen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie weit ich bei euch war, mit euch war. Ich habe jetzt hier angefangen. Hier habe ich ja einen Gang gehabt. Ich glaube, der stand schon. Und habe jetzt einfach sozusagen, ja, so ein kleines Dock gebaut. Das sind einfach nur Glasgänge. Hier einmal rum und da einmal rum. Das ist nichts Besonderes. Ich wollte nur einfach so eine Umrandung haben, wo halt so ein Parkplatz, wo halt jetzt hier Globe steht, hatte ich Bock drauf. Und habe hier jetzt nochmal einfach so einen hohen Turm gebaut. Der ist noch ziemlich leer. Ich möchte hier halt irgendwie später so Zuchtbehälter reintun. Hier ist zum Beispiel einfach nochmal so ein Ausguck. Auch komplett useless. Und hier ganz oben habe ich nochmal ein kleines Zimmer gebaut. Aber auch noch nichts Besonderes. Wir haben aber später mal irgendwie die Möglichkeit, so Zuchtbehälter zu bauen. Ich hoffe, die sind groß. Die sehen zumindest hier groß aus. Wo haben wir das denn? Das ist zumindest ein Bauplan, den wir halt schon ewig hier drin stehen haben. Habe ich aber noch nie Baupläne dafür gefunden. Wahrscheinlich habe ich die schon verpasst. Und finde ich die irgendwie nochmal. Aber Lebensform Zuchtbehälter, die Dinger, wenn es geht, würde ich die gerne auf diese Etagen irgendwie verteilen. Wenn die dann wirklich so groß sind, wie ich hoffe. Nö, jetzt geht das wieder los. Ach, jetzt geht's. Na, also keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Aber ich denke mal, man kann da dann Eier ausbrüten oder so. Aber wie gesagt, ich hatte Lust einfach zu bauen. So, das ist so chillig, abends mal ein bisschen hier einfach zu farmen und zu bauen und so weiter. Ich liebe das. So, und jetzt habe ich hier einfach so eine Treppe runter, hier einmal durch und dann kann man hier direkt einsteigen. Und ja, alles klar. Ich habe jetzt hier, die Dinger sind alle leer. Ich habe noch ein paar mehr Dinger gebaut. Zero hatte mir reingeschrieben, dass er so Sachen hier oder das als mobile Base nimmt. Und da habe ich dann erst gerallt, dass ich hier auch bauen kann und habe das jetzt zum Schluss nochmal gemacht. Ich habe hier jetzt ein paar Spinde hingemacht mit Medikits, Nahrung, Ausrüstung und sonstiges. Medikit Fabrikator, das hat er mir auch reingeschrieben, dass er das da hat und dachte ich so, ja cool, gute Idee. Ein Fabrikator habe ich hier reingesetzt, auch ein Kommunikator. Ne, können wir wirklich als mobile Base nehmen. Ein bisschen was zu essen, immer dabei. Also wir bräuchten eigentlich nur trinken. Dann hier habe ich Energiezellen, habe ich ein paar gebaut. Wir hatten noch zwei Stück über, drei Stück habe ich noch gebaut. Ne, eigentlich habe ich noch eine gebaut. Eigentlich habe ich vier. Ach, die ist noch in der Ladebatterie, das war die eine leere. Ist erstmal egal. Wir haben fünf Stück dabei, sechs Batterien dabei. Hab auch versucht, hier eine Energiezellen-Ladestation zu bauen. Die funktioniert aber nicht. Also die raubt hier dann Energie und füllt die andere damit. Also ist 1:1 über. Hab mir auch schon gedacht, das wäre ein bisschen cheaty. So, also wir haben jetzt hier sozusagen unsere Energiezellen drin. Da nochmal Ersatzenergiezellen. Ich habe hier auch schon einen Tauschkörper reingetan. Müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Werde ich aber jetzt nicht einfach so einsetzen. Achso, sorry. Es war auf dieser Seite, hier habe ich die Tauschkörper drin, na, dass wir schnell nachladen können. Und hier habe ich auch jetzt mal ein paar Torpedos gebastelt und habe auch etwas, damit wir die Torpedos abschießen, gebaut. Hier, Krebs, Schubkanone und Torpedoarm. Habe ich aber noch nie eingebaut, müssen wir irgendwann mal austesten. Ich habe auch eine violette Tafel gebaut. PC3A meinte, ich soll nicht alle Ionenwürfel auf einmal verschwenden. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht.
Aber ich dachte mir so, eine violette Tafel hätte ich schon ganz gern dabei, falls wir irgendwas finden. Die Stoßkanone habe ich auch geupgradet. Also wir haben hier sozusagen eine Krebsschubkanone, jetzt haben wir eine Stoßkanone selbst. Bisschen Wasser dabei, Nahrung generell hier. Ein bisschen Wasser habe ich angesammelt. Ich denke, ich bin gut vorbereitet. Ja, keine Ahnung, hoffe ich mal. Deswegen, wir legen jetzt einfach mal los. Jetzt bin ich mal heiß damit, mal ein bisschen zu fahren. So, wir haben Schilde, wir haben alles. Ja, da sieht man schon ein bisschen, wir sind tief am nah am Boden, aber egal. So, wo ich jetzt eigentlich hin möchte, ist ja die ein bisschen in die Richtung der Alien-Basis und der Eden-Klippe. Dann kann ich euch die Base auch zeigen. Aber wir werden jetzt erstmal einen Abstecher machen bei der Kapitänskajüte. Da werde ich dann den Code mal eingeben und mal gucken, ob was da so drin ist. Ich müsste das eigentlich nochmal ganz kurz... Sorry. Einmal ganz kurz nochmal rüberfliegen, was er dann nochmal gesagt hatte. Konsole im Quartier. Der Flugschreiben-Data zeigen eine Hochsicherheitskonsole im Quartier. Sicherheitskonsole. Ich weiß nicht, was das heißt. Und zwar, wir können kein Rettungsschiff über die volle Distanz schicken, daher werden sie, Aurora, uns den halben Weg entgegenkommen müssen. Wo ich denke so, das klappt nicht, Leute. Wir haben Baupläne in den Schiffscomputer hochgeladen und den finde ich jetzt da. Ich soll ein Schiff bauen in der, also ein Raumschiff oder wie? Das wäre krank. Ich hatte ja schon mal die Vermutung irgendwann, glaube ich, geäußert, ob das, weil die Seemotte ja auch im Weltraum funktioniert oder der Krebs auch im Weltraum funktioniert, ob wir tatsächlich irgendwann auch mal ein Szenario im Weltraum haben, könnte ich mir immer noch gut vorstellen und es, die Wahrscheinlichkeit, also es ist noch wahrscheinlicher jetzt mittlerweile. Darf ich auf, ja, wir können ruhig das machen, ne? Achso, nee, Lärm ist ja okay, gut. Dachte schon, Warning. Ach, das ist die Lärmanzeige hier. Ja, okay. Lebensanzeige. Ja, 100% Energie noch. Das ist so geil damit. Overheat? Oh. Oh, shit. Okay, dann ist das da. Nur dafür da, weil wir abhauen müssen, oder wie? Und dann setze ich so einen Tauschkörper ein, mache den schnellen Gang rein. Außenkameras, so nah aktivieren. So, ach so, das macht er automatisch. Okay. Ja, okay, das ist natürlich so nützlich, dass das automatisch macht. Ich mache das bei der Seemotte ja auch immer eigentlich so ziemlich auf Cooldown. So, und was ist mit den Außenkameras? Das, ach so, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal gesehen. Kameras durchschalten. Kameralicht an und aus. Huch. Nee, das ist die falsche Taste gewesen. Gar kein Kameralicht. Ah, ja. Okay, dann können wir auch gucken. Ey, wie geil, wir sind ja oberhalb vom Wasser. Oh, shit. Da ist Riff. Hä, das... Okay, das Rückwärtssteuern ist komisch. Was ist das da? Ach, das ist die Rettungskapsel. Nee, gar nicht. Das ist auch ein bisschen was, was rausguckt. Boah, ich muss hier richtig aufpassen. Warte mal, andere Kamera. Huch, wo bin ich denn jetzt? Bei der Schiffsschraube. So, ich glaube, die Kamera ist hier besser. Ach du Scheiße, ich komme hier gar nicht lang. Okay, das ist ein Problem. Aua. Ups. Nee, hinter uns war nichts. Hat sich so angehört, als wäre ich irgendwo gegengefahren. Oh oh, das ist ziemlich knapp hier. Was ist das? Mach doch gar nichts. Ich berühre doch nichts, oder? Aber sehr sagt, dass ich was berühre. Ups, das ist falsche Taste. Das ist nicht gut. Moment. Hm. Also ich finde... Das geht klar, aber ich bin hier echt in einem Gewässer, wo ich nicht sein sollte. Fällt mir gerade auf. Wie kann ich das Ding reparieren? Ach, Kamera 1 Kiel steht da auch. Eieiei, das hört sich nicht gut an. Okay. Ist geil, aber mit den Kameras. Das ist echt nice. Ach nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Kamera... Ah, dicht. Jetzt geht's, sehe ich es auch. Okay, ist cool. Das ist echt nice. So, jetzt kommen wir auch eher wieder in das Gewässer, wo ich hin möchte.
So, und wir können mit C ja sinken. Gehen auf Tauchgang. Geil. Das ist herrlich. Hier bei der Egenklippe habe ich auch recht viele Zähne sammeln können. Da habe ich einen Scannerraum, konnte auf Zähne schalten. Da sind super viele Pirscher, weil das überall dieses Gewässer hier ist. Also dieses... Oh, sind wir schon weg. Überall dieses hier mit den ganzen Seetang. Das ist sehr nice. Waren wir bestimmt schon mal, ne? Aber ich habe eine Sache gefunden. Pilzbaumwrack habe ich das genannt. Als ich zu den Hallulia-Bergen nochmal geschwommen bin, von unserer Base aus, da hinten, dann dahin, auf dem Weg da, war dieses Pilzbaum-Ding. Das ist in der Nähe, glaube ich, von dem Wrack war, wo wir auch schon mal waren, diesem Pilzbiom. Und da ist, auf einem Pilzbaum, war ein Wrack. Und da habe ich dann schnell eine Boje hingesetzt und habe gedacht, okay, da müssen wir nochmal vorbeischauen. Sobald wir in der Nähe sind. Müssen wir also auf jeden Fall nochmal die nächsten Tage vorbei. Und ihr seht auch schon die Innenklippe. Die ist ganz, ganz nah an der Alien-Basis. Also wir haben da auf jeden Fall immer eine Stelle, wenn wir dann bei der Alien-Basis nochmal hin müssen. Können auf jeden Fall nochmal tanken gehen. Hier sind wir ziemlich langsam, oder? Hab ich auf langsam geschaltet? Nö. Oder bin ich langsamer, wenn ich oben an der Oberfläche bin? Aber Leben ist auch noch komplett voll. Wir haben ja auch hier irgendwie so eine Lebensanzeige, ne? Hier ist auch eine. Okay, das hat wohl viel geknarzt und so, aber es scheint keine Energie verloren zu haben. Das ist schon mal gut. Ich frage mich, wie widerstandsfähig das Ding gegen so ein Leviathan ist. Ob wir das überleben? Oder ob das Ding uns trotzdem irgendwie auseinander nimmt? Das wäre echt interessant. So, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich werde das gleich einfach schnell so irgendwie vorspulen vielleicht sogar. Wie ich da jetzt bis zu dem Kapitänsding gehe, weil das kennen wir an sich ja schon. Was ist das? Kommt da was? Oh, da ist ein Leviathan. Okay. Okay, okay. Wieso ist hier vorne einer? Okay, wir waren hier nicht so viel unterwegs, ne? Oh shit, Alter. Lass mich in Ruhe, Alter. Ich möchte da einfach nur hin. Okay, vielleicht parken wir hier an der Seite. Und ich schwimme da einfach rein. Oh Mann, ey. Die echt so scary, dieses Spiel manchmal, ne? Ich möchte nochmal die Kamera haben. Da unten ist der. Fuck off, Alter. Wieso ist der hier vorne jetzt? Piss dich. Okay, ich fahre hier hinten weiter. Ich hoffe, der bleibt da vorne irgendwo. So. Denke, ich lasse mein Schiff jetzt hier einfach. Ja, ich denke schon. Weiß nicht, ob es so klug ist, auch hier irgendwie das Licht... What? Wir wurden angegriffen. Oh mein Gott. Nee. Ist das Reparatur? Ja, doch. Das müsste es sein. Wie mache ich das? Damage, ja, sehe ich. Nochmal Licht an. Muss ich das von außen vielleicht machen? Warte mal, ich... Nur mal kurz checken, ist doch Reparaturwerkzeug, ne? Ja, gut. Nicht, dass ich jetzt auch komplett was verkacke. Okay, der hat uns tatsächlich angegriffen. Komme ich da jetzt überhaupt drauf? Oh, nö. Ja, das war doof. Ich hätte vielleicht komplett runtertauchen sollen. Aber hier sehe ich auch gar keinen Schaden. Hier scheint irgendwie alles okay zu sein. Aber da drin ist halt nicht alles okay. Kann da überhaupt Wasser reinlaufen? Oh Mist, ey. Okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie das geht. Wie kann ich reparieren? Ja, Damage. Schlecht. Aber der Damage wird hier irgendwie woanders angezeigt. Nämlich hier unten, wenn ich es richtig sehe. Hier wird der Damage angezeigt, finde ich. Aber hier ist nichts. Das ist schon da, wo ich das sehe. Würde ich mal sagen.
Ah, hier. Hab's gefunden. Es war tatsächlich an der Stelle, aber außen. Ah ja, okay. Interessant, dann geht es hier trotzdem rein. Ich muss nicht unbedingt gucken, wo das hier drin leckt, sondern muss halt außen schauen. Okay. Wieder was gelernt. Ich lasse dich jetzt da. Bitte, nicht kaputt gehen. Muss ich mir irgendwas noch mitnehmen da drin? Schubkanone oder Stasi-Gewehr oder sowas? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich bin ich damals auch so weit gekommen. Ich werde das jetzt für euch einfach, obwohl ich lasse euch nochmal ganz kurz dabei, solange der Leviathan nicht angreift. Boah, wie komme ich denn mit dem Ding? Also, wir können ja keine... Gott, ey, fängt das wieder an. Da unten ist er. Wir können ja keine Waffen an das Ding machen. Dafür ist es auch irgendwie nicht da. Wir müssen eher dann der Seemotte dabei haben, die dann irgendwie ausgerüstet ist mit Torpedos, damit wir da so ein Ding töten können, glaube ich. Oder halt Stasi-Gewehr dann rausholen und per Mann raus. Hm. I don't know. Ach, ihr. Scheiße. Euch gibt's ja wirklich noch. Naja, ich gehe jetzt erstmal rein. Okay, das hat gar nicht so lange gedauert. Ich bin jetzt schon hier. Hat mir eigentlich noch irgendwas drin? Nee, ne? Glaube nicht. Ich war hier ziemlich durch. Kapitän Squatty. Alter, ich hab's aber auch noch im Kopf komplett, ne? Ich habe jetzt nicht auf eine Karte oder so geguckt. Ach ja, wir müssen gleich noch in den Datenbank reingucken. Ich habe da zwei Einträge. Ja, einen weiß ich, den anderen weiß ich jetzt gerade nicht. Nämlich den hier. Datendownloads, okay. 2679. 2679. Okay. Scanner. PDA. Logbuch des Kapitäns. Ladeprogramm. Craig McGill Simulator.VRAT oder so. Keine Größe. Ein Spieler. Kapitän Hot Dog Hollister. Karte Boreal 9. Ressourcen normal. Okay, das ist für dieses Spiel, was sie irgendwie spielen. Du erforscht einen ruhigen fremden Flussarm, als das Schiff, in dem du angekommen bist, implodiert. Das müssten spinnartige Nierendiebe sein. Schnell, was wirst du tun? Abschnittstelle durchsuchen? Nein, wir werden fremde Pflanzen abbauen oder tektonische Deimplodierer benutzen. Nicht verfügbar. Er wählt anscheinend fremde Pflanzen anbauen. Genau das würde Craig McGill tun. Nachdem du dich einige Stunden lang umgesehen hast, hast du eine Reihe von potenziell nutzbaren Nahrungsmitteln gesammelt. Womit wirst du dich ernähren? Stinkwurz, Baumschaben oder Sternenwaleier? Ja, okay. Ich bin ganz ehrlich, bei der Auswahl würde ich auch eher die Eier nehmen. Die Sternenwaleier sind nahrhaft, aber der Lebenszyklus dieser riesigen, weltraumbewohnenden Tiere ist viel zu langsam, um eine Farm zu erhalten. Und ganz nebenbei ist ihre Mutter extrem wütend auf dich. Sternwal bekämpfen, beim Sternwal entschuldigen, Schicksal akzeptieren. Okay? Ich würde mich entschuldigen. Craig McGill weiß, dass eine wütende Mutter keine Gnade kennt. Du wirst noch nicht mal in Stücke gerissen, sondern im ganzen, ganzen geschluckt und verdaut. Die Atome, von denen du dachtest, dass sie du sind, werden nach und nach im Dienst des fortwährenden Überlebens des Sternwalds neu verteilt. Willst du fortfahren? Nö. Okay, der hat auch keinen Bock gehabt, habe ich das Gefühl. Der Kapitän hat sich mal kurz ausprobiert und naja, scheiß drauf. So, das ist die Datenkonsole. Aurora Miniatur einsammeln. Ja, geil. Für zu Hause. Brauch mehr solche Sachen. So, dann wollen wir mal hier. Integrating new PDA data. Neptun-Rettungsrakete. Als ob wir so ein... Ja, tatsächlich. Das ist so ein Ding, was auf dem Wasser steht. Okay, wir bauen eine kleine Rakete. Also, ich frage mich, wie klein die ist. Oder wie groß die ist. Besser so, wa? Weil da ist so ein Ding, wo wir rein müssen. Okay, das wird unsere Rettung sein. Alter Vater. Aber bevor wir damit abhauen, müssen wir unbedingt erst gesund werden, ne? Das wäre unverantwortlich, wenn wir damit einfach abhauen und das Virus ins All tragen. Oh, und außerdem werden wir abgeschossen, wenn wir abhauen sollten. Wir müssen also eh gesund werden. Wir haben gar keine andere Wahl.
Neptun, Rettungsrakete. Dieser Satz von Bauplänen wurde von der Altera-Zentrale speziell dafür entwickelt, sich von 4546B zurück zum nächsten Phasentor zu bringen. Sie berücksichtigen die örtliche Schwerkraft, astronomische Daten und verfügbare Ressourcen. Die Steuerung erfolgt über KI. Sie können angepasst werden, um jede verfügbare Energiequelle zu verwenden, aber es wird eine Menge davon benötigt. Okay. Die Baupläne enthalten 5 Elemente, die unabhängig voneinander konstruiert werden können. Startplattform. Die schwimmende Plattform bietet einen stabilen Untergrund, von dem die Rakete abheben kann. Versorgungsturm. Sorgt für strukturelle Stabilität. Stufe 1. Haupttriebwerk zum Erreichen der Fluchtgeschwindigkeit zum Verlassen der Atmosphäre. Stufe 2. Reservetank. Stufe 3. Cockpit. Einrichtung. Lebenserhaltung für eine Person. Kurzstreckenkommunikation. Anpassbare Energieversorgung. Orbitale Abschirmung, Bordzeitkapsel. Warnung. Die Bord-KI wird das Triebwerk nicht starten, wenn Bedrohungen in der Nähe festgestellt werden. Warnung. Die Verwendung von fremden Materialien als Flugzeugantrieb kann seine Reichweite auf unverhältnismäßige Weise vergrößern. Was? Das verstehe ich nicht. Die Verwendung von fremden Materialien als Fahrzeugantrieb kann seine Reichweite auf unverhältnismäßige Weise vergrößern. Ja, keine Ahnung. So, und zwar ist noch mal eine kleine Sache passiert. Ich habe es aber leider in den Aufnahmen nicht wiedergefunden. Ist aber auch halb so wild. Und zwar habe ich ein Glubscher gesehen, der so einen Schweif hinter sich hergezogen hat. Ich glaube, sowas haben wir auch schon mal irgendwann in Aufnahme gesehen. Aber den habe ich nicht gescannt. Ich bin nur dran vorbeigeschwommen. Habe den aber jetzt diesmal gescannt. Ach so, das sind die Codes und Hinweise. Ah, hier ist das einfach noch mal drin. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier, enzymtragender Glubscher. Ich habe noch nicht draufgeklickt. Wir gucken jetzt uns das jetzt mal zusammen an. Und da sieht man noch ein Bild davon. Der hatte irgendwie so einen Schleier. Und dachte ich so, was ist das denn? Als ich unterwegs war. Ein Glubscher wurde dabei beobachtet, wie er einen schwach fluoreszierende Leuchtspur hinter sich herzog und ungewöhnliches Verhaltenmuster zeigte. Ja, war das ungewöhnlich? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur die Spur gesehen. War das interessant. Er nährt sich aktiv anderen Tieren, einschließlich Räubern. Er ist Träger einer bakteriellen Infektion, jedoch ruht diese zurzeit. Sein Magen enthält ein unbekanntes Enzym fremden Ursprungs. Chemische Analysen des Enzyms. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Magenenzym großer Räuber. Ein Kontakt mit dem Enzym scheint die Symptome der bakteriellen Infektion zu hemmen. Ah ja. Seine komplexe Struktur macht eine Synthese unmöglich. Beurteilung, weitere Untersuchungen zur Herkunft des Enzyms empfohlen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das wird wahrscheinlich irgendwas uns helfen, wieder gesund zu werden. Dieses Enzym. Altera-Zentrale, letzte aufgezeichnete Umgebung, bla bla. Warte mal, ist das was Neues? Letzte aufgezeichnete Übertragung? Ich glaube schon, das ist was Neues. Average Long Range Transmission Delay, 8 Hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data, please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find in situ, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora Long Range Communications, really, offline. Okay, es wird eine Mordsenergiequelle benötigt. Wir sind sicher, dass, ja, wahrscheinlich sie das gar nicht schaffen können. Gehe ich mal davon aus. So, wir haben neue Baupläne, wahrscheinlich von dieser Rakete. Aber damit würde ich noch gar nicht anfangen. Neptun Startplattform, Titanbahn, Computership, Life 4. Okay, das kriege ich easy hin. Damit würde ich eh noch nicht anfangen, solange wir nicht gesund sind, bringt uns das, glaube ich, auch nichts, damit anzufangen. Obwohl, naja, keine Ahnung. Ich kann zumindest oben bei meiner Base schon mal hinsetzen. Aurora-Miniatur, ja, perfekt. Okay, gut. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Oh, Poster nehme ich auch noch mit. Haben wir vielleicht noch hier unter da noch ein Poster? Da kann ich nicht rein. Was ich damals vergessen habe... Hier irgendwas scannen. Blaue Kappe. Ah ja, super. Was? George Plüschtier? Aber da war irgendwo der Scanner gerade.
Wo ist der Scanner gerade aufgeploppt? Oder ist das was, was ich jetzt eingesammelt habe? Manchmal sehe ich den Scanner unten rechts kurz aufploppen und dann ist es direkt wieder weg. Aber geil, dann nehme ich da noch vorne ein bisschen was mit. Metallschrott, ja, okay, das brauche ich nicht unbedingt. Gefiltertes Wasser. Hä? Habe ich letztes Mal einfach keinen Platz mehr gehabt? Ich dachte eigentlich... Aber vielleicht war ich auch noch blind. Mittlerweile habe ich ja eher ein Auge dafür, was ich mitnehmen kann und was nicht. Das war ja noch recht am Anfang. Aber wahrscheinlich war ich auch einfach schon voll. Aber ich dachte eigentlich, ich habe alles dann in die Rucksäcke gepackt. Hallo? Bitte nicht. So, hier waren wir überall. Davon kann ich nichts mitnehmen. Hier ist einfach noch der Automat. Kann ich den eigentlich bedienen? Den kann ich nicht bedienen. Interessant. Metallschrott. Ja, okay. Metallschrott kann ich ruhig noch mitnehmen. Ich habe eh Platz auf der Behemoth. Von daher passt das. Okay, ich denke... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier damals was vergessen hatte. Ich habe das irgendwie so im Kopf. Von wegen, ey, guck dich da nochmal um. Da ist eigentlich noch was verpasst und so. Aber ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz dran erinnern, die Kommentare. Ich glaube hier... Unter den Treppen oder so? Vielleicht sogar bei dem Feuer. Dass da noch was sein könnte. Aber ich habe halt keinen Feuerlöscher gerade. Von daher... Bringt mir das hier auch wenig. Ja, wird schon passen. Ich gehe wieder raus. Ich glaube, das war das hier. Die Datenkonsole. Ich glaube, mir hat jemand reingeschrieben, ich hatte die nicht aufgesammelt. Habe ich aber. Also da kann ich nichts dran machen. Das war das aber, glaube ich. Okay, wieder heim. Hab jetzt noch ein bisschen Metallschrott aufgesammelt, was da so rumlag. Und why not? Oh, das sind doofe Behälter, sehe ich gerade. Sollte die mal eben klein machen. Okay, hab alles eingelagert. Sagen, wir können weiter. Und am besten so, dass... Nee, ich muss so lenken. So, dass der Leviathan nicht uns nochmal angreift. Die habe ich gar keinen Bock. Davon halte ich mich noch fern. Bin ich noch nicht ready für. So, und zwar... Ich sehe gar nichts. Alien-Basis. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz bei der Alien-Klippe. Dann zeige ich euch kurz, was ich da gebaut habe. Und dann gehen wir zur Alien-Basis. Und von da aus müssen wir dann... südwestliche Richtung. Und dann irgendwie tief runter. 800 Meter tief. Zero hat mich da auch nochmal korrigiert. Ich hatte erst 800 Meter... von der Alien-Basis gesagt, aber es ist 800 Meter tief und einfach nur südwestlich von der Alien-Basis entfernt. Und daher müssen wir mal gucken. So, Außenkamera, ich bin wieder dafür. Ist das vorne? Ja, und rechts sehe ich es auch. Ah ja, mal hier, da bin ich. Nicht schön. So. Da kommen wir gleich da an. So, hier ist auf jeden Fall ein Pilzwald. Das ist auch der Pilzwald, den wir damals markiert haben. Vielleicht. Ganz sicher. Ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das Eden Klippe genannt habe. Falls ihr den Ort nicht eh schon kennt. Weil ich glaube, alle, die mir zuschauen, kennen das Spiel schon. Gehe ich mal zumindest von aus. Das ist auch immer am spannendsten, denke ich. Wenn man so ein Spiel selbst gespielt hat und dann jemand zusieht, der das erste Mal spielt, die ganzen ersten Erfahrungen... Das ist auch immer das Interessante bei so Elden Ring und Souls-Teilen. Da die ersten Erfahrungen zu sehen, wie die erste Reaktion auf Bosse, auf Gegenden, auf Dungeons und die ersten Tries immer aussehen. Und bei so einem Spiel ist es natürlich auch so. Deswegen versuche ich auch irgendwie alles, so gut es geht, in den Folgen drin zu haben. Da kommt es langsam. Mal wieder aus der Kamera raus. Ist mal wieder aus hier. So, da müssen auch gleich noch die Pnöpel geladen werden.
Haben wir noch nicht da. So, ich stelle das mal hier ab. Sieht das eigentlich energietechnisch aus? Sehe ich das hier noch irgendwo? Nur wenn ich am Lenkrad bin wahrscheinlich. So, und gedacht ist das jetzt einfach nur dafür. Das ist jetzt, ja, 2000 Meter ungefähr. Ich kann es gar nicht ganz lesen. Da steht 1600. Da müsste ja auch, Nebukadnezar ist ja 1600 Meter. Es ist jetzt von unserer Base entfernt. Und ich dachte so, okay, die Energiezellen halten ja nicht Ewigkeiten. Und den Scanner, den wir hier haben, der hilft uns ja auch, der Scannerraum. Ich habe hier eine Tauchstation. Also wirklich das Nötigste. Da ist der Bioreaktor drin. Da ist ein Scannerraum. Hier ist eine Tauchstation, damit wir mit dem der Seemotte hier irgendwo andocken können. Einmal hops. Das ist jetzt nicht der offizielle Eingang. Ein Fabrikator. Energieladestation. Ich habe hier gleich zwei Stück und eine Batterieladestation hingesetzt. Na, auch vier Batteries hier gelassen. Vier Batterien. So. Bella Plural. Und Energieladestationen. Die sind vor allem halt, wie gesagt, dafür da, dass wir, wenn wir mit dem Ding hier sind und oder hier in der Nähe uns befinden, dass wir nicht ganz nach Hause fahren müssen und hier rein theoretisch auch laden können. Zumindest ein paar Energiezellen. Na, ich habe wohl immer noch was zusätzlich dabei, aber ne, wer weiß. Und halt so ein kleines Zwischenlager hier. Ist aber nichts Wildes. So, hier haben wir auch kaum noch Energie, sehe ich gerade. Ist inaktiv mittlerweile. Hab hier auch schon auch so ein paar Spinde hingepackt. Aber das ist wirklich so das Minimum, sage ich mal. Denke ich mal, was eine Base haben muss. Ich habe natürlich wieder ein bisschen übertrieben hier mit schön mit Glas und so weiter. Aber es war genug Quarz in der Gegend. Und jetzt kann man hier nämlich auch schön sehen, warum das hier Edenklippe heißt. So, wir sind hier oben drauf. Das hier ist die, wo der Alien, wo die Alien-Basis ist, der Berg. Müsste es zumindest sein. Was mit den Kameras? Die habe ich aber nicht bewegt. Okay. So, und hier haben wir die Halleluja-Berge. Man sieht die. Und das geht hier einfach steil runter. Komplett in die Halleluja-Berge runter. Und das hier sind, ist auch noch nicht der Boden. Das müsste hier noch viel, viel tiefer gehen. Schon heftig, ne? Bisschen den Geisterwald. Der ist ja dann hinten hier irgendwo. Und hier haben wir dann den, das Pilzbiom, glaube ich. Das ist super interessant, immer mal so Scannerräume zu haben. Ich würde auch gerne da unten mal einsetzen. So ganz, ganz weit unten. Aber da waren ja so viel, so viele Gegner. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Dann können wir halt hier nachgucken. Und ich habe ja zum Beispiel nach Pirscherzähnen hier geguckt. Und konnte hier richtig viele einsammeln. War richtig geil. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Warum bist du hier weg? Ich hab dich aber nicht weggepackt. Hä, what the fuck? Hey. Ich bin nicht einmal hier mit den Kameras unterwegs gewesen. Das verstehe ich nicht. Machen die sich manchmal selbstständig und fahren einfach irgendwo rum? Nee, oder? Also eigentlich kann das nicht. Na egal, die andere Kamera kann von mir aus auch da bleiben, wo sie ist. Juckt mich jetzt nicht. So, hier ist eigentlich der Ausgang. Und ich habe hier einfach mal ein paar Blumen angepflanzt. Die sollen aber auch nur schön aussehen. Wir brauchen noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also es ist wirklich nur für schön aussehen hier gerade. Einfach mal so einen hübschen lila Garten, dachte ich mir. Ja, so einer bin ich. Ich baue schön. Und ich baue gerne. Da fühlt man sich gleich wie zu Hause. So, also einmal hier rein. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Boah, wie mache ich das denn jetzt? Wie? Boah, man ist so unwendig mit diesem Tauchboot. Fällt mir gerade auf. In welche Richtung ist jetzt die Alien-Basis? Da vorne. Wo habe ich meinen Kompass? Achso, ich habe jetzt hier einen Kompass. Okay. Also, ich muss von da aus... Ich bin jetzt nordöstlich unterwegs. Also genau in die andere Richtung. Einfach von hier aus. Südwestliche Richtung. Oh, könnte das sogar hier einfach sein, in den Halleluja-Bergen? Könnte sein. Guck jetzt aber gleich auf jeden Fall nochmal nach. So, sind wir südwestliche Richtung. Ich meine, ich fahre da jetzt nicht komplett bis da hinten hin. Und dann gucken wir jetzt nochmal. Also, 800 Meter muss ich jetzt tief. Standort Höhlensystem mit beträchtlichen Fossilienvorkommen.
Südwestlich der Vollstreckungsplattform. Ich gehe mal davon aus, dass es auch nicht so weit weg ist. Also es kann doch wirklich hier so sein. Funktion, Untersuchung lebender Exemplare, Auftrag, Synthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung Kara. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall 800 Meter tief. Ich wollte ja auch gerne in diese Höhle da unten, aber irgendwie interessiert mich das jetzt hier alles mehr. Außerdem hat mir auch Mithrandir, also Gandalf, auch reingeschrieben. Oh Gott. Ist das die Tiefe? Erst 42 Meter? Ich wirke schon so tief. Dass das Biom, was wir da hinten auch haben, einerseits, dass ich einen guten Zugang dazu habe, was mich freut. Ich habe hier auch noch einen, aber dann nehmen wir den da hinten. Oh nee. Da sind schon die Knochenhaie, die mich wahrscheinlich auch angreifen werden. Dann setze ich vielleicht auch gleich mal so ein Ding ein. Gott. Warum bin ich so schief? Dass es ein Biom ist, das auf jeden Fall erst im letzten Drittel des Spiels so wirklich interessant wird, glaube ich. Habe ich zumindest so verstanden. Oh, oh, oh. Okay. Muss Kameras. Ich muss ein bisschen klarkommen mit der Steuerung hier auch noch. Ui. Okay, ich sehe, was das Problem ist. Uiuiuiui. Das ist eine Insel. Und lässt du mich denn in Ruhe oder greifst du mein Schiff auch an? Ist eine gute Frage. Ich sehe jetzt aber keine Meteranzahl, ne, solange ich hier drin bin. Bleibt mal in dieser Kamera. Ich glaube, das ist meine Lieblingskamera. Hier unten vor dem Ding habe ich auch... Oh, bin ich da vorne gegengestoßen? Na, sowas sieht man dann nämlich nicht. Uiuiuiui. Mit dem Schiff hier runterzufahren ist auch noch was ganz anderes. 200 Meter erst. Gott, ey. Das ist schrecklich. Als mit der Tauchmotte. Tauchmotte? Ja. Eieieiei. Oh, da ist das Problem. Ist es richtig schwer, mit dem Ding irgendwie runterzufahren? Vielleicht tue ich mich auch gerade schwer, weil ich hier genau an den Klippen runterfahre. Anstatt ein bisschen weiter hier in der Mitte. Vor allem, weil ich noch so tief muss. So nah bitte einmal aktivieren, damit ich auch was sehe. Oh, das ist hilfreich. Ups. Weiter vor. Hier sind die Tiere auch alle krank. Da ist ein Loch. Vielleicht müssen wir da hin. Habe ich Licht an? Wenn ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht nah genug dran. Klick noch mal ein paar Mal. Nicht so aus. Okay, sind aber nur Knochenhaie. Ja, gut. Ich dachte schon, was war das? Ja, oh. Ah, das ist ein Geysir. Oh, hier könnte man ein Wärmekraftwerk auch mal hinsetzen. Ja, okay. Aber das geht hier jetzt nicht mehr tiefer. Und ich bin noch lange nicht bei 800 Metern. Wie soll ich das denn machen? Aber das ist doch das tiefste Ding, was jetzt hier erstmal ist. Also ich weiß, dass der Geisterwald halt noch tiefer geht in der Richtung. Boah, ich sehe halt nichts, ne? Bin hier aber in einem fetten Graben einfach. Wieso sehe ich meine Icons eigentlich nicht? Wo ist der Geisterwald gerade? Wo muss ich hingucken dafür? Alien-Basis? Sehe den einfach nicht. Lulia-Berge? Müsste doch da sein, oder? Nee, warte mal. Ich muss mal ganz kurz... Meine Karte habe ich ja aufgemalt, wo das ist. Westlich der Halleluja-Berge. Also da. Da ist es auch. Geisterwald. Okay. Geisterwald. Wo habe ich dich? Pilzwald. Also das ist zumindest etwas tiefer. Aber das ist auch... Also ich glaube... Da war aber auch nicht mehr drin. Ja, ich finde es jetzt auch gerade nicht. Ist doch scheißegal. So nah ist aus.
Aber ich komme hier nicht tiefer, außer ich kann in so ein Geysir rein. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber hä? Irgendwie ist das ganz anders, als ich das letzte Mal so in Erinnerung hatte. Oder ist es... Bin ich jetzt hier in so einem Vulkankrater? Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, runterzukommen. Ich möchte mal jetzt zum Geisterwald fahren, weil hier geht das, glaube ich, irgendwie nicht. In so Höhlen. Ich dachte, safe, das ist jetzt einfach dieses Loch hier. Und da muss ich irgendwo noch tiefer. Aber es geht leider nicht. Aber hier geht es ja rein. Das, was ist das? Ist das wieder so eine große Gefahr? Sowas hatten wir schon mal, als der Leviathan in der Nähe war. Da. Kommt auf uns zu. Tauschkörper. Ach, so ein Ding. Okay, so einer ist hier. Der ist auch schon so als böses Ding getarnt. Okay, der ist also auch krass. Den fand ich nämlich jetzt bisher noch nicht so heftig. Okay, vielleicht muss ich hier runter. Muss aber nachladen, falls hier noch einer ist. Jetzt wird's hier ernst, Leute. Wahrscheinlich übertreibe ich komplett, kann sein. Aber, ne, ihr dürft nicht vergessen, das ist mein erstes Mal in dieser Region. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Und komplett planlos, wo ich hin muss. Ihr denkt wahrscheinlich, dreh um, du bist da falsch. Aber geht nicht anders. So, Sonar wieder aktivieren. Ey, ich muss hier mal das Licht ausschalten. Das ist ja schrecklich so. So. So ist besser. Frag mich gerade, ob das Licht vielleicht auch nervt. Nee, das nicht. Geräuschloser Antrieb. Auch interessant. Okay. Kamera wieder aktivieren. So, weiter geht's. So, da ist der Geisterwald. Da waren wir nämlich schon. So, bist du mal ganz kurz. Oh. Hier haben wir Blitzi. So, ich dachte schon, was ist das denn? Aber das ist mein Triebwerk. Hier haben wir über Blutkram. Aber hier komme ich halt nur 600 Meter tief, wenn überhaupt. Da vorne ist es nicht mal 600. Aber du, ich fahre da jetzt einfach mal hin, ne? Was soll passieren? Im schlimmsten Fall ist alles verloren. Wir werden sterben. Also ich weiß nicht, ob das krass ist, dass ich noch nicht gestorben bin. Aber ich denke mir so bei... Also ich hatte ja schon einige knappe Dinger, wo ich schon kurz vorm Tod war. Und daher würde ich sagen... Normalerweise steht man schon bis hierhin. Gerne mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so oder so die Kamera haben möchte. Aber das ist ja jetzt eigentlich auch wieder das Biom. Wo das eigentlich so das letzte Drittel ist, ne? Was Gandalf meinte. Wenn Gandalf das sagt, dann muss ich eigentlich hören. Hier ist meine Motte. Weil hier geht es ja auch nicht tiefer, das ist das Ding. Ich würde den da ganz gerne mal scannen. Ach komm, wir gucken uns jetzt hier mal ganz kurz um. Ganz ehrlich, was soll's? Muss ich das ja auch mal anschauen. Wir haben auch den Krebs dabei. Vielleicht gibt es ja Schwefel oder so. Ich hatte ja die Idee, dass es hier vielleicht Schwefel sein könnte. Oh, was ist das denn da hinten? Die sind neu. Mach mal den hier aus. Wir gehen da mal hin. Alter, wie hell das hier ist. Wie heftig wir angestrahlt werden. Wie geil. Eine Flasche nehme ich auch mit. Wir gehen ohne Krebs raus. Aber ich sollte Stasi-Gewehr mitnehmen. Moment. Einmal zurück. Ausrüstung. Stasi-Gewehr. Segleiter, nö. Bin schnell genug. Ich habe das Konstruktionswerkzeug auch dabei. Brauche ich jetzt auch gerade nicht. So. Darf ich hier sein? Es ist giftig. Kann auch sein, dass es giftig hier ist, ne? So, ihr seht auf jeden Fall böse aus. Allerdings stunne ich euch erstmal. Es ist so hell.
Plus Streuner. Mal gucken, was ihr seid. Ist nicht das, was ich finden wollte, ehrlich gesagt. Ui. Oh mein Gott, das ist Leviathan-Größe, oder? Okay, ich sollte hier wieder weg. Mit dem Ding möchte ich mich nicht anlegen. Aber wir gucken uns das mal hinter an, was ich jetzt hier zumindest gefunden habe. Einheimische Lebensform. Tiere. Fleischfresser, ja, habe ich mir gesagt. Bluststreuner. Ein schnelles, bewegliches Raubtier, das in großen Tiefen entdeckt wurde. Kiefer. Die kräftigen Kiefer werden sowohl zum Zerfleischen von Beute als auch zur Abwehr größerer Jäger eingesetzt. Also wie der Typ da hinten wahrscheinlich. Sein aalartiger Körper ist sehr verwundbar und besteht hauptsächlich aus der Wirbelsäule und Knorpel. Er zeigt eine signifikante Überschneidung mit anderen aalartigen Räubern auf 4546b. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nämlich zum Beispiel den Knochenhai. Der ist nämlich ähnlich aufgebaut wie ihr. Angriffsprofil. Er hält seinen Kiefer aggressiv dem Feind entgegen, aber kleinere und schnellere Lebewesen haben vielleicht einen Vorteil. Beurteilung meiden. Gut. Ja, hier haben wir nur die Dinger. Ist ja nicht wirklich was... das Licht ausmachen sollen. Das nervt ein bisschen, muss ich sagen. Also das Ding würde ich auch gerne noch scannen. Sieht nämlich lieb aus. Ist nicht so ultra gefährlich. Hier ist auch Uranit, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das Schwefel? Kristallines Uranit. Oh, ich wollte schon sagen. Kristallines Schwefel, Mann. Es sieht so ein bisschen schwefelartig aus, so gelb. Moin, ich möchte dich einmal scannen. Geisterrochen. Ja, so bist du auch. Guck mal, wie habe ich das gesagt? Geisterwald, ne? Geisterwald, guck mal. Geisterrochen, Geisterwald, passt perfekt. So, Pflanzenfresser groß. Diese Rochenart hat sich an die Tiefseebedingungen angepasst. Ihr Körper ist vollständig durch eine durchsichtige Haut geschützt und seine großen Flügel können einen beachtlichen Schub erzeugen. Giftiges Fleisch, okay? Wie bei den Rochen auf 4546b üblich, ist das Fleisch der Geisterrochen nicht essbar, was sie immer zu einem der widerstandsfähigen Pflanzenfresser macht. Ja, weil ihr nicht gejagt werdet, wa? Er ernährt sich von Pflanzenmaterial, das auf den Boden von Tiefseehöhlen herabgesunken ist. Das ist Pflanzenmaterial. Beurteilung nicht essbar. Aha. Ja, ich lasse dich auch in Ruhe. Du lässt mich ja auch in Ruhe. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem... Oh, ich dachte schon, Alter, das war so nah an meine Kamera, dass es so riesig war. Holy shit, ey. Mach das nicht mit mir. Mal ganz kurz schnuppern. Okay, ist giftig. So viel dazu. Voll geil, ey. Lieb's. Was ist das da? Okay. Wo ist der Große hin? Dass ich den nicht mehr im Blick habe, bin ich ein bisschen unsicher. Wenn der irgendwo da hinten sein würde, dann wäre alles cool. Aber ist das hier das gleiche, was wir schon kennen? Geisterkraut, ja, tatsächlich. Ist das krank hier? Da ist sowas. Aber hier ist kein neues Material. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach ein paar Materialien, die mir noch fehlen. Kylanit, Schwefel, also kristallines Schwefel. Wir haben ja schon normales Schwefel gefunden. Oder ich muss die Möglichkeit finden, das zu kristallisieren, aber ich bezweifle ich. Das ist schon wieder so ein Ding. Oh, da ist er. Ja, das ist schon Leviathan-Größe, würde ich sagen. Der ist ähnlich aufgebaut wie dieses komische Ding, was uns angegriffen hat vorhin. Mann, ey. Die Zeit läuft mir schon wieder davon. Ich schaffe heute wieder nichts. Bin schon kurz davor zu sagen, ich möchte... Oh, nö. Der greift mich an, glaube ich. Ist auf jeden Fall in der Nähe. Bin auf dem Radar schon drauf gewesen. Huch. Ja, das ist die Felswand. Ja, ich muss hier durch. Ist schon schwierig mit dem Ding hier. Also mit dem... mit der Seematte bin ich hier besser durchgekommen. Durch das ganze Ding. Achso, das ist von oben. Prall ich da gleich gegen. Oh, guck mal. Nur noch 9% Energie. Genau das meinte ich. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut, mehr Energiezellen dabei zu haben. Und eine zusätzliche Ladestation.
Weil mir das ja beim letzten Mal schon aufgefallen ist, dass dadurch, dass wir da runtergesunken sind, schon so viel Energie verbraucht hatten. Das war übel. Oh, Moment. Einmal so nah. Das sieht aus wie eine Höhle. Ja. Okay, die sollte ich mir anschauen. Ich bleib mal ohne dieses Ding hier. Ich glaube, das ist mir zu eng. Ah, Krebs ist nicht so geil. Bei Erkundungsmissionen hätte ich doch schon ganz gerne mal manchmal die Seemotte. Nicht ganz early. Wo ist das Ding hin? War doch gerade noch so ein Blitzi. Okay, es ist auf jeden Fall eine Höhle. Das ist Blei, glaube ich. Uranit. Hier hätten wir jetzt auf jeden Fall mehr Uranit. Blutkapseln, das ist an sich aber das, was wir schon so kennen. Junge, dieses Schrei. Holy shit. Oh, den haben wir noch nicht. Reißer, den kennen wir doch schon. Habe ich den noch nie gescannt? Kann natürlich sein. Bleib mal stehen, Junge. Muss ich doch nicht stunnen. Aua. Toll, alles rot. Reißer, ein kleiner Fisch, mein Gott, der dem gewöhnlichen Beißer sehr ähnlich ist, aber zu einem eher solitären und weniger aggressiven Jagdverhalten neigt. Aha. Ilizium, Zähne, Augen. Ein Boot an umbeiden oder aus Gefecht setzen. Ja, gut. Okay, wir haben hier ein Leviathanartiges Geisterwesen. Ich weiß nicht, ob das Ding von da hinten ist. Was aber jetzt hier in unserer Nähe... Tja. Oh oh, ich bin in seiner Höhle, glaube ich. In seinem Brutnest. Ich glaube, das bringt nicht wirklich viel, ne? Oh ne, das ist komplett um mein Ding rum. Piss dich. Junge. Was aufs Maul oder was? Jetzt befindet er sich bei meiner Behemoth. Und verpisst sich nicht mehr, oder was? Geisterwald ist ja aber der beste Ausdruck, den ich jemals gewählt habe, wenn ich mir das Ding anschaue. Oh nö, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Und wie kann ich abhauen? Ich habe nachgeladen, das ist das Gute. Ich würde das Ding auch gern stunnen. Ich habe eher das Gefühl, ich sterbe aber, wenn ich da hingehe. Oh, guck mal hier, die haben wir auch hier. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen haben. Den können wir jetzt scannen, würde ich sagen. Phantom, ja, so sieht es doch aus. Aber das Stasegewehr ist mega geil. Geil, wir haben den gescannt. Okay, warte mal, ich muss hier mal kurz raus. Phantom. Diese Tierart erreicht die Maximalgröße einer noch lebensfähigen organischen Lebensform und wurde als Leviathan eingestuft. Ausgewachsene Tiere wurden ausschließlich an den Rändern des Vulkankraters gefunden, der das Leben auf diesem Planeten des... Nee, warte mal. Ausschließlich an den Rändern des Vulkankraters gefunden, der das Leben auf diesem Teil des Planeten ermöglicht. Sie reagieren mit extremer Aggression auf Annäherung. Hammerförmiger Kopf. Die knorpelige Verbreitung des Kopfes in Hammerform schützt das Phantom bei seinen verheerenden Rammangriffen. Kiefer. Sie können das Fleisch von jedem Tier in Reichweite durchtrennen, aber alle Anzeichen stehen dafür, dass sich ausgewachsene Phantome mit mikroskopischen Lebensformen in den Gebieten an den Rändern der belebte Zone ernähren. Ihre bösartigen Angriffe auf Eindringlinge in ihrem Revier sind nicht räuberisch, sondern territorial. Ein so großes Tier benötigt eine riesige Wasserausdehnung, um seinen täglichen Kalorienbedarf zu decken. Sein muskulöses Körperinneres ist umgeben von einer lichtdurchlässigen Außenmembran, ein Hinweis auf eine Anpassung an tiefe, lichtarme Umgebung. Bei Bedrohung kann er seinen ganzen Körper anspannen und dann mit unglaublicher Geschwindigkeit auszuschlagen. Lebenszyklus. Wanderverhalten möglich? Dieses Exemplar wurde an wahrscheinlich weit entfernt von dem Ort geboren, an dem es so entdeckt wurde. Aha. Beurteilung: extreme Bedrohung, den Kraterrand meiden.
Ja, witzig, jetzt bin ich schon da, Junge. Scheiße, ey. Mich erwischt und ich, beziehungsweise, ich hab den nicht, schon wieder nicht getroffen. Okay, jetzt habe ich ihn. Sollte mich einmal heilen. Ein Medikit habe ich dabei. Muss jetzt schnell weg. Weiß nicht, ob das Ding was bringt. Aber ich muss jetzt erstmal raus. Aber wir haben hier nichts Neues gefunden, ne? Also klar, neue Tiere, aber... Okay, da kommt was auf uns zu. Da ist so ein Krakenviech. Zwei sogar. Ui, geht es ja richtig ab. Aber ich habe hier keine... keine Base gefunden. Kein Wrack, kein gar nichts eigentlich. Alien Basis Edenklippe, da muss ich irgendwo in die Richtung. Das ist echt bitter. Okay, wir haben ein Ding an uns. Das ist sogar das fette Viech. Okay, ciao. Bitte, bitte, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich bin oben. Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Gib voll ab. Oh fuck, Alter. Das ist echt zu viel. 0% Energie. Wow. Okay, das war super knapp. Gerade noch so mit der Energie, die wir hatten, rausgekommen. Kann ich noch Lichter machen? Nee, geht auch nicht mehr. Holy shit, Leute. Okay, das war ein sehr interessantes Abenteuer, aber ein sehr sinnloses. Also mehr als Sachen verbraucht habe ich hier gerade nicht. Was echt schade ist. Ich denke, ich werde hier erstmal in der Edenbasis meine Batterien bis zum nächsten Mal aufladen. Dann weitermachen. Ich nehme halt gleich, oder zumindest später, auf jeden Fall noch eine... Die Musik her. Noch eine Folge auf. Und muss dann echt weitersuchen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich suchen muss. Südwestlich der Alien-Basis. Vielleicht bin ich nicht südwestlich genug gewesen. Ich schaue mir das nochmal an, beziehungsweise ich habe ja eine kleine Karte gemacht. Da könnte ich mir zumindest so ein bisschen erahnen vielleicht, wo ich auch hin muss. Vielleicht muss ich auch viel weiter. Ansonsten, wir haben noch eine zweite Location. Vielleicht suchen wir auch nach der dann einfach. Und zur Not, ich weiß gerade gar nicht, zur Not. Zur Noda? Weiß ich gerade gar nicht, was ich sonst zur Not machen könnte. Ich wollte ja eigentlich bei uns runter, jetzt habe ich es hier gemacht. Ich sehe aber da jetzt keine neuen Materialien. Also zumindest müsste ich dann tiefer rein und es sieht sehr gefährlich aus. Wir hätten hier auf jeden Fall noch das Wrack. Das könnte ich auch durchsuchen. Wir schauen mal. Ich werde jetzt erstmal, ja genau, wir müssen, ich muss noch nachladen. Und erstmal Energie aufladen. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein.